Hallihallo und willkommen zurück bei Going Under, bei Alles Furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und ja, ich mühe mich hier gerade ein wenig mit dem zweiten Dungeon ab. Ihr habt es möglicherweise schon gesehen im Vorfeld. Das war bisher alles, sehr durchwachsen. Aber meckern hilft nichts. Wir müssen hier weiter angreifen und hoffentlich reicht es dann auch mal irgendwann, um hier tatsächlich den Bossen hier den Chaos zu machen. Ich überlege mir gerade nochmal, ob ich irgendwie was ändern kann. Irgendwas sinnvoller machen kann. Ich versuche das mal mit den großen Waffen hier. Ja, und dann... 9 gescheiterte Versuche haben wir schon im Wingy Dink. Der 10. folgt jetzt quasi. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal klappt. Wieder gut los hier. Oh. Flix, jetzt habe ich gar nicht gesehen, welche App das ist, was wir jetzt bekommen haben. Okay, wir haben gleich mal wieder einen Laden da. Ja, das Herzchen. Und ein Körperkissen. Ne, dann nehmen wir lieber den Stupshaken. Okay. Ja, der eine Kollege fällt hier leider schon mal zu Staub, ne? Aber der zweite ist noch da. Echt jetzt, ich kann den versehentlich tatsächlich. Tischtennisball. Warum hat der da. Okay, Moment mal. Ich will es mal probieren. Ja, die kriegen wir jetzt leider nicht, ne? Da habe ich dann mal schlau gemacht, man darf sich nur einmal treffen lassen. Damit man die quasi als ja, Gefährt quasi bekommt. Also Gefährte. Den Hundi können wir dann mal mitnehmen. Die leben ja noch. Boah. Oh oh. Ich weiß nicht, wie ich mit den Waffen spielen soll. Unwirklich. Wirklich, wirklich. Die Steuerung ist so
bescheiden mit der Waffe. Oh. Ach, vielleicht, warte mal einen Moment noch. Hoppala. Wie genau fokussiere ich mich denn jetzt noch gleich auf der? Partyknaller? Was ist das denn? Ja, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall ein kurzer Run, so wie es ausschaut. Ja. Joa, ich befürchte, hier ist gleich mal Endstation. Was ist hier? Super, haben wir das jetzt weggefackelt? Ich häng wieder, natürlich. Da kommt er wieder aus dem Nichts, haut mir wieder eine ins Gesicht und nach 4 Minuten ist der erste Spaß vorbei. Kleinen Moment. Da muss ich tatsächlich ganz kurz was gucken. Okay. Ja, schön, dass hier wieder gar keine Waffen sind. Okay, jetzt habe ich wieder wenigstens was. Shop. Na klar, der Shambus. Raum ohne Zeichen. Manchmal komme ich aber auch nicht weg hier, ne? Meine Güte. Jetzt nehme ich wieder Schaden, weil es hier brennt. Ey. Glaubst du nicht, ne? Das wird gleich wieder der nächste kurze Run, denke ich mal. Oh Mann. Ich wechsle wieder zurück auf mein erstes Talent, glaube ich.
Was soll ich denn da zu allererst? Bist du da hier, ne? Den Platz hier. Das hat halt. Ich weiß nicht, das hat mit Skill, glaube ich, manchmal echt nichts zu tun hier. Sehr frustrierend. Hier noch irgendwas? Ich bräuchte eine Waffe und ne, nicht das Kissen. Ne. Hey, wo habe ich denn jetzt schon wieder Schaden genommen? Ja, schön. Es liegen wieder keine Waffen da, außer diese bescheuerten Kissen. Da ist noch was. Damit vielleicht. Ja, Feuer, Eis, Elektrizität. Ja, das hätte ich gerne. Hab ich da jetzt? Double Logi Schläger, nächstes, ja. Wir probieren es mal. Okay, wir haben einen Follower. Woo! Remember to leave a rating. Gut. Stimmt, die Cubes habe ich auch ab und zu noch, ne? Hockeyschläger? Da war doch Hockeyschläger. Wie krieg ich den? Ey, komm. Hockeyschläger. Lass mich doch den Hockeyschläger auswählen. Ey. Oh, jetzt da. Er ist eingefroren. Your order has been delivered. Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Okay. Waffen? Ja, springt halt wieder so weit, dass ich auch nicht ausweichen kann. Unser Großer ist auch kaputt. Ja, super. Habe ich echt gehofft hier. Ich kann vielleicht den Kollegen da mitnehmen für diese polyamoröse Dings hier, aber nein, auch das verweigert mir das Spiel hier gerade.
so ein Shop. So, gib mir was Gutes hier. Okay. Moment mal. Nimm mal den. Irgendeine Waffe wäre noch gut. Handfeuerwaffe, naja. Wird mich eh gleich wieder ärgern über die. Wir probieren mal den, oder? Ja, mir gehen Waffen aus, mir gehen Waffen aus. Ja, ach was. Oh, wir haben einen Freund erhalten. Gut. Package delivered. Returning to base. Würfel. Agromesser. 40. Ja. Wenigstens die eine Waffe. Und wir haben da wieder einen Kollegen, den wir da wieder aufstellen können. Ah, Moment mal, da ist noch ein Besen. Oder statt dem Besen machen wir die Hand hier. Oh ja, okay. All your materialistic needs fulfilled. Schwertmeisterei. Okay, jetzt habe ich hier wieder eine ganze Crew hier. Da liegt ein schöner Hammer. Ja, und von den Kollegen sind auch schon wieder nur noch zwei am Leben, ne? Nehmen wir jetzt den Dreizack, wenn der Hammer da schon wieder so blinkt. Ich glaube, ich kriege hier die ganze Zeit immer so Kumpels dazu, ne? Und man lag da nicht noch einen Schläger? Ja, natürlich. Nee, Moment. Den jagen wir jetzt nicht hoch, sonst sterben hier wieder die Kollegen, ne? Wo kommt denn jetzt der Griffel her da? Und ist mein Kollege auch schon wieder draufgegangen, ja? Der. Ach nö, du. Wie man in einem Raum von gut hin zu schlecht läuft. Ups, das war noch der andere Kollege.
Kampffächer? Hm. Probieren wir es mit dem nochmal. Okay, wir haben nochmal einen Freund bekommen. Wäre cool, wenn wir halt zwei, wenn wir den anderen jetzt noch rüber gerettet hätten, ne? Ich weiß nicht, was ich da genau mache, was hier diese komischen Töne verursacht. Aber ich habe jetzt wieder eine kleine Armee am Start. Was ist das? Verdächtiger. Ne, den Verdächtigen machen wir nicht auf, der explodiert dann wieder. Ja, waffentechnisch sah es auch schon mal schlechter aus. Oh. Hallo? Hol doch jetzt hier. Shop wichtig, Shop wichtig. So, und jetzt haben wir 50-50 und natürlich kriegen wir mal das Gute. Das ist ja schön. Objekte? Nee, ich werfe ja so selten. So, den einen Kollegen haben wir noch retten können. Den haben wir jetzt tatsächlich noch mit unten hier. Das ist dieser komische Blob da. So. Dann gucken wir mal. Es sieht so ein bisschen blöd mit Waffen aus gerade. Aber ich krieg drei Kollegen, das ist gut. Ja gut, ich kann mir eh nur die Waffe kaufen, dann tun wir das auch, damit wir hier irgendwas Sinnvolles bekommen. Schockierende Antwort, oh ja. Kampffächer? Ja, machen wir hier. Okay, ja, dann muss das jetzt so irgendwie hoffentlich funktionieren. Der liegt eh schon am Boden. Ey, ist halt so dämlich. Der liegt doch schon da. Hä? Warum? Was schießt mich denn da so an? Keine Waffe mehr. Oh nein.
Ja, komm her da. Oh, jetzt kommt der auch noch. Oh, oh. Entwaffnet? Wieso bin ich entwaffnet? Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Oh. Blub, du bist eine echte Partykillerin, Süße. Das nehme ich mal als Kompliment und jetzt verpuff dich, damit ich mir diesen Anteil holen kann. Ihr dummen Kinder. Ihr wollt dieses abgedrehte Experiment doch bloß in einen trögen, sterilen Schutzraum verwandeln. Blub, blub. Glaubst du, ich wäre deshalb hier? Du bist nämlich alles andere als in Sicherheit. Du kleines... Oh. Endlich. Endlich. Also ich glaube, jetzt hatten wir wirklich den ziemlich glücklichen Run hier mit den ganzen Party-Mode-Geschichten. Da hinten waren noch Kisten gewesen. Da wären wahrscheinlich auch noch Waffen drin gewesen. Jede Menge Talente und wir sind endlich durch den zweiten Dungeon durch. Fehlt nur noch ein Anteil, denke ich. Wenn ich mir die Tür so ansehe, bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Aussparungen so hinhaut. Vielleicht ist der letzte Jahr größer. Egal, um das Problem kümmere ich mich später.